Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Train Fever USA. Schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid. So, wir sind hier beim Stahlwalzwerk in Fort Worth, wo wir das letzte Mal, ja, stehen geblieben sind eigentlich. Gut, was machen wir denn jetzt? Es gab wieder viele Kommentare, Dankeschön. Und einer davon, da ging es um Fort Worth, hier unten den großen Bahnhof. Da könnte man an den Linien noch was verbessern, beziehungsweise andere Gleise zuweisen. Denn guck mal, das stimmt natürlich, hier hinten treffen dann doch ein bisschen viele Linien hier auf das erste Gleis. Grün, rot. Ja, da wartet einer. Ja, es ist eigentlich nur grün und rot. Okay, aber es sind halt zwei Züge. Man könnte es natürlich einfacher machen, indem wir das Ganze hier noch rüber verschieben. Wir haben hier noch zwei freie Slots im Moment. Hier hinten würde es eigentlich soweit passen. Muss da irgendeiner von den Zügen durchfahren? Interessanterweise nein. Grün. Die grüne Linie muss doch eigentlich... Ach so, doch. Hier haben wir sie ja. Doch, die grüne Linie, die müssen wir hier lassen, sonst kommt sie hier nicht mehr aufs Gleis. Und bei der gelben ist genau dasselbe. Ist das die gleiche Farbe? Das ist doch hier... Das ist so ein gelbliches Weiß. Und das ist ein gelbliches Gelb. Gut, nein, das ist nicht die gleiche Linie. Das heißt, die fahren hier rein, die fahren hier auch rein. Von daher wäre es natürlich noch besser, wenn wir das versetzen. Dann, ja, dann belegen wir dieses Gleis ja nicht dauernd und dann muss der Zug hier wieder warten. Das wäre in diesem Fall dieser. Hier wartet der freie Wege. Dann hätten die hier sozusagen ein eigenes Gleis. Das ist aber, muss man sagen, nur temporär. Denn wenn wir natürlich den Bahnhof weiter ausbauen und hier noch ein paar Gleise hinkommen, dann haben wir das eh wieder, dass die hier zusammentreffen. Das geht gar nicht anders, wenn ein Bahnhof eine gewisse Größe hat. Aber jetzt für den Anfang würde ich sagen, wir können das wirklich mal machen. Das heißt, ich gehe hier in die Pause und jetzt gucken wir die grüne Linie, die soll hier bleiben, haben wir gesagt, gut, und der Rest soll um 1 oder um 2, eigentlich würde um ein Gleis reichen, aber wir können natürlich auch um 2 rutschen sozusagen, eins hier, eins hier, eins hier, eins hier, sag mal, hier ist grün, dann ist hier nachher rot, dann ist hier nachher gelb, dann ist hier nachher lila, dann ist hier immer noch frei. Ja, und die Straße ist im Weg. Da fangen wir doch gleich mal damit an. Denn da kommen wir natürlich nicht durch. So, und wenn wir jetzt schon mal abbrechen, wir machen das jetzt der Reihe nach. Aber dann fangen wir hier an. Ne, wir fangen hier an. Ne, wir fangen hier an. Wo fangen wir denn an? Hier. ist eigentlich egal. Wir müssen eh alles abbrechen. Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir... Kommt das hier... Ja, das kommt hier halt trotzdem rein. Das müsste aber nicht. Das könnte natürlich ein eigenes Gleis sein, sozusagen. Das haben wir jetzt halt hier so gebaut. Warum auch immer. So falsch ist es eigentlich nicht. Es ist halt schön mit Weichen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Nur, ja, wir bräuchten die Weiche nicht unbedingt. Aber wenn ich jetzt hier nur rumbastel, das irgendwie gefällt es mir dann doch nicht so. Aber wir machen es jetzt mal. Also, von hier geht es hier rein. Und das ist ja gleichzeitig dieses Gleis. Und das wollen wir schon mal nicht. Wir machen mal... Hier Weiche weg. Hier auch das Depot. Das Depot lasse ich mal noch stehen. Das kann aber auch sein, dass das weichen muss. Wir müssen ja jetzt gucken, wie wir hier reinkommen. Da sind all diese Gleise falsch, beziehungsweise im Weg. Das Stückchen da ganz speziell. denn wir müssen mit dem Gleis ja einen vernünftigen Bogen da reinkommen. So am besten. Da sieht man schon, was da alles noch im Weg ist. Einiges. Die ganze Kurve hier. Ja, das ist halt, wenn man so einen Bahnhofumbau hat, dann fallen Hobelspäne. Aha, das gefällt uns aus irgendeinem Grund nicht. Kollision bei der Terrangleichung ist ja interessant. In kleinen Schritten wird es vielleicht gehen. Aber ich denke mir gerade, müssen wir denn die Weiche schon hier machen? Eigentlich nicht. Denn wenn wir das ja sowieso verlegen... Machen wir das doch anders. Also wir gehen so mal hier rein, sobald wir das in irgendeiner Form können. Okay, da liegt noch ein Stück Gleis, sehe ich. Deswegen geht es wahrscheinlich nicht. Ja, jetzt geht's. Okay, das würde heißen, wir wollen dann mit dem Gleis, also mit dem rücken wir ja sowieso auch noch ein bisschen rüber. Stimmt denn das? Ich habe jetzt hier so viel abgerissen, ich verliere doch tatsächlich schon wieder ein bisschen den Überblick. Es ist viel zu warm, um hier solche Riesensachen zu machen. Nein, wir kommen hier mit zwei Gleisen.
Also da müssen wir da rein. Dann müssen wir die sowieso nochmal versetzen. Dann können wir sie auch nochmal abreißen. Wie lang sind die Stücke? Oh, die sind... Oh, ja, okay. Das hier ist dann doch... das hat eine gewisse Länge, sagen wir mal so. Eine gewisse Ausdehnung. Wir könnten auch, wenn wir es so machen und hier so hingehen und dann da eine Weiche machen, dann hätten wir die Weiche vor dem Bahnhof. Das wäre fast noch besser. Das würde heißen, ich muss mit dem Gleis hier rein. Das geht wieder nicht wegen dem. Dann machen wir hier ganz schnell eine Weiche rein. Dann können wir bis hier hinten mal noch abbrechen. Abreißen. Abbrechen ist Schweizerdeutsch, ich weiß. Ab und an rutschen ein. Jetzt habe ich, glaube ich, die halbe Strecke hier. Nee, doch nicht. Schwein gehabt. ab und an rutschen einen dann halt doch mal noch so schweizerdeutsche Begriffe raus. Ich hoffe mal, das ist nicht allzu mühsam. Aber ob ich jetzt abbrechen oder abreißen sage, ich denke, verstehen tut man's. Stimmt denn das, was ich jetzt hier gebastelt habe? Nein, das stimmt genau nicht. Denn ich will ja mit diesem Gleis hier rein. Gut, das wäre so okay. Dann geht das hier natürlich auch nicht mehr. Wir machen das jetzt mal. Also, so hier rein. Hier gibt es eine Weiche. Und die geht hier hin. Gut, dann fehlt... Ja, das ist sowieso, das ist diese zweigleisige Strecke, die gar nicht zweigleisig sein müsste. Aber sie ist es halt nun. Da kann man eine ältere Folge angucken, dann weiß man, wo das Problem ist. Das ist ein Ring... Ja, Ringverkehr, eine Ringstrecke. Da braucht es natürlich nicht unbedingt zwei Gleise, da die Züge hintereinander herfahren. Höchstens, die würden gegeneinander fahren. Da kam eher auch noch ein Vorschlag. Das muss ich mir mal wirklich in Ruhe noch angucken. Das ist nicht ganz ohne, wie das da angedacht ist. Von der Idee her ist es sicher gut. Ich werde mir das mal nochmal ansehen. Jetzt müssen wir aber zuerst mal hier vernünftig reinkommen. Also, das erste Dingens steht... Hier können wir eigentlich anlegen. Ja. Nein, können wir nicht. Da gibt es eine Kollision. So können wir anlegen. Okay. Kann ich dann weiter? Jawohl. Gut. Das wäre die rote Strecke. Die braucht hier auch noch eine Weiche. Die können wir bis hier vorne ziehen, denn hier haben wir kein Gleis. Ich hoffe nur, das geht so, wie ich mir das jetzt denke. Angedacht wäre es ja nicht so schlecht, denke ich mal. So. Dann können wir hier rüber. Stimmt das? Ja, okay, das passt. Da brauchen wir Signale. Hier haben wir ja wirklich zwei Gleise. Das wäre dann eins hier. Und da haben wir schon die ersten Blocksignale. Okay, dann machen wir hier noch eins hin. Vor die Bahnschranke. Damit die da nicht den Verkehr blockieren. So, und jetzt können wir hier eigentlich mit dem Gleis raus. Jetzt gucken wir mal, was wir noch brauchen. Wir brauchen noch drei Gleise. Und wozu brauchen wir die? Da kann ich jetzt nicht gucken. Da die Linien sozusagen unterbrochen sind, sehe ich nicht, was wie wo ist hier. Warum haben wir denn hier drei Gleise? Hier haben wir zwei. Ah, okay. Und hier geht dann eins raus. Also, wenn ich das jetzt richtig sehe, müssen die zwei noch mit einer Weiche verbunden werden. Und das hier ist ein separates, einzelnes Gleis. Also damit müssen wir dann hier hin. Oh Gott. Okay. Ja, liebe Leute, fangt schon mal an zu packen, die Koffer packen, denn, ja, ihr werdet dort ausziehen müssen, so wie es aussieht. Also, hier habe ich aber gesagt, brauchen wir die Weiche, dann müssten wir... Wir hätten hier nochmal ein Gleis. Dann könnten wir... ja, ich überlege gerade. Und hier haben wir noch ein Signal. Wozu haben wir denn dieses Signal? Müssen wir gucken. Wozu wir dieses haben. Also die zwei Sachen, die stimmen, würde ich mal behaupten. Und die grüne Linie, die kann hier immer noch weiterfahren. Das passt auch. Gut. Dann machen wir mal das Gleis mal hier hin. Und das wäre sozusagen die Rückfahrt. Da müssen wir eine Weiche machen. Da können wir nicht in dieses Gleis rein, wenn das zusammengehört hier. Was es wahrscheinlich tut. Aber da gehen wir ein bisschen weiter nach vorn. So zum Beispiel. Und gehen, ja, wenn wir sagen, hier rein.
So. Aha, jetzt hat die Linie gleich wieder übernommen. Sehr gut, dass das so funktioniert. Dass das so programmiert ist. Dann brauchen wir hier ein Signal. Und in die Gegenrichtung haben wir hier ein Signal. Das passt. Okay, da haben wir die Blocksignale. Das können wir so stehen lassen. Dann hätten wir jetzt noch zwei freie Gleise für eine ankommende Linie. Da würde ich mal sagen, dann nehmen wir das Gleis hier. Dann können wir die Straße im Moment mal noch stehen lassen. Wir werden sie früher oder später eh versetzen müssen. Aber dann haben wir hier so ein schönes Parallelgleis. Sonst haben wir hier so ein Loch. Und ich denke, wir brauchen dieses Gleis sowieso noch. Also für irgendwo geht das später noch hin hier. Müssen wir dann halt gucken, wohin genau. So, die Linie wurde auch übernommen. Ja, das ist ja wunderbar. Gut, ich denke mir mal, die kommen von hier oben. Sehr gut, die kommen von hier unten, die kommen von hier. Ja, das passt doch eigentlich perfekt. Ich denke, das ist im Sinne der Idee. Dass hier keine Linie eingezeichnet ist, das habe ich gerade erklärt. Das ist eben, da das eine Rundstrecke ist. Die Züge fahren hintereinander her, aber irgendwann werden die auch in entgegengesetzte Richtungen fahren. Sobald wir hier Verstärkung brauchen und so weiter, dann werden wir natürlich die Linie noch ein bisschen ändern, beziehungsweise eine neue Linie vielleicht noch dazu tun und dann werden wir das Gleis auch irgendwann brauchen. Jetzt sehe ich aber gerade, das Depot ist nicht mehr angeschlossen. Kriegen wir das hier noch rein? Das Signal im Weg. So geht's. Okay, bestens. Passt. Jetzt könnte man das Signal natürlich auch hier hin machen. Ja, aber das können wir auch hier stehen lassen. Das ist schon okay so, denke ich mir mal. Gut, wir lassen es mal rasseln. Kommen hier Züge. Fühlen sich alle wohl. Wissen sie, wo sie hin müssen? Denke ja. Hier die Doppeltraktion. Genau, wir haben ja noch eine neue Lokomotive, fällt mir da gerade ein. Und mit dieser neuen Lokomotive könnten wir eigentlich noch was machen. Letztens hat mir noch was vorgeschwebt. Hier hinten war das, genau, in Long Beach. Bei diesem Bahnhof, dass wir hier hinten rausgehen nach Gresham. Denn Gresham hat hier auch einen Bahnhof. Oh, ein riesen Gewitter tobt hier gerade. Ich weiß nicht, ob man es hört. Eieiei. Das ist, wenn der Blitz in den See einschlägt hier, dann wackeln die Wände. Einiges bisschen. Oh, da ist noch ein alter Zug. Zug Nummer 2, okay, der hat halt auch schon, ja, ein gewisses Alter. Gut, machen wir ganz schnell Pause. Ist das der vielleicht? Das ist sogar der. Das ist ja witzig. Okay. Tatsächlich. Gut, na umso besser. Da muss ich da nicht noch hin, sondern wir sind schon da, wo wir hin wollen. Die Lok Gresham Norwalk habe ich eh hier unten, genau. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt wegen dem Gedonnere. Ich habe noch einen Balkon. Nein, was mache ich denn? Nicht, dass mir da alles zusammengefedert wird. Aber jetzt bin ich am Aufnehmen. Ich will jetzt spielen und nicht Balkon gucken. Also, ist das die hier, die KKSTB? Das müsste die sein. Ich sehe es nicht schön. Wie viele Leute gehen rein? 72. Wo haben wir es denn? 100 km/h. Kann das sein, dass hier nicht steht, wie viele Leute? Ja gut, das ist auch kein Wagen. Das ist jetzt natürlich ganz schlau. 100 km/h macht er. Der ist gerade bei 41. Das müsste schon die sein. Die ist zwar grüner, würde ich sagen. Haben wir denn irgendwas Grüneres noch? Die Baureihe. Das ist echt nicht gerade ohne. Und hier die neue Lokomotive, die möchte ich für die Strecke nicht nehmen. Die nehmen wir dann für eine andere. Es spielt auch keine große Rolle. Welches ist denn die bessere Lok? Schnellere 120. 100. Wir nehmen mal die. Das spielt ja tatsächlich keine Rolle. Das wird einfach ausgetauscht dann. Und oh, sag mal, sind die Pullman-Wagen, die sind wohl ausgemustert. Was? Da haben wir nur noch die. Oh, da haben wir noch einen Zug 9. Aber den haben wir den nicht eh schon installiert oder wollte ich das? Ach, ich spiele zu viel Tränenfieber und zu viel durcheinander Amerika und die normale Map. Ich dachte, der fährt schon, aber ich gehe gleich mal gucken. Jetzt braucht der erstmal noch Wagen. Mal 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Ja, das müsste reichen. Okay.
bitte ersetzen. Besten Dank. Das war nicht hier. Das war. Doch, das war hier. Nee, Moment. Nee, das war hier vorne. Haben wir nicht hier vorne diesen Zug? Also das ist mal genau die Doppeltraktion mit der Dampflok. Dann müsste der andere irgendwo hier hinten sein, in Kansas City in der Nähe. Ja, denkst du? Wo ist er denn? Ich lass mal wieder laufen. Da unten fährt er. Nee, das ist ganz ein anderer. Das ist die Oldschool-Variante. Ah ja, genau, mit der Doppeltraktion mit der Dampflok. Ich könnte wetten, wir haben diesen anderen Zug auch schon. Oder habe ich mir den nur mal angesehen? Das kann natürlich auch sein. Also hier fährt er nicht. Ich hätte jetzt fast gewettet, dass der auf der Strecke ist. Aber cool, dann lasst uns das doch hier machen. Bevor ich den anderen Zug ersetzen musste, habe ich das ja schon angesprochen. Hier haben wir tatsächlich einen eingleisigen Bahnhof. Herr Heisenberg. Naja gut, eben, das ist halt wahrscheinlich, wenn nicht sogar die erste Stadt, eine der ersten. Und da war das Geld wieder zu knapp. Da konnte ich noch nicht viel machen. Jetzt denke ich mir aber, wir könnten den Bahnhof relativ leicht ersetzen. Müssen wir denn das Gresham? Wo bist du denn? Du bist hier am Ende der Map, aber hier hat es auch nochmal zwei Städte. Ja, das kann nicht schaden, wenn wir hier nochmal baulich rangehen. Ja, das könnte schwierig werden, aber ich versuche es jetzt einfach mal. Da ist ein Fahrzeug im Weg. Doof, dass immer die Busse sozusagen mitgezählt werden, denn im Zug ist hier weit und breit keiner. Huch, ruckel die Ruckel. Da hat irgendwas gerechnet. Ja, das ist natürlich schön. Jetzt hier das Ding abbrechen, wenn dauernd ein Bus da ist. Da müssen wir mal die Busse anhalten. Bitte warten. Kommt von hier hinten irgendwo noch einer, der sich ranpirscht. Jetzt können wir. Gut, jetzt kann der auch wieder fahren, sonst vergesse ich das. Denn wir sind sowieso im Pausenmodus, da bleiben wir jetzt auch einen Moment. Und jetzt ist halt die Frage, kriegen wir hier... Was habe ich denn alles an Bahnhöfen hier? Eine ganze Ladung. Der ist auch nett. Der scheint mir neu zu sein. Gucken wir mal, ob der hinpasst oder ob wir hier irgendwas machen müssen. Also wir brauchen ja, ich würde mal sagen, 4 Gleise. Die Länge noch verändern, dann muss ich hier wieder abbrechen. Oh, der sieht aber ziemlich modern aus. Jetzt lacht gerade jemand, denn anscheinend sage ich das öfters und man hat dann das Gefühl, mir sind die Sachen alle zu modern. Aber ja, es ist halt teilweise auch, also hier diese, das ist dieses Häuschen, wir haben 1936. Naja gut, da hat man auch schon so gebaut. Ganz einfach. Da gibt es auch eine Kollision und zwar mit der Bushaltestelle und dem Haus hier. Dann muss dieses Haus mal weichen. Halt, falsch. Was ist denn hier der Unterschied zwischen den beiden Bahnhöfen? Das steht jetzt irgendwie nicht wirklich da. Da haben wir auch noch einen. Schön sind sie alle. Der hat irgendwie, was hat der denn? Noch einen Bus da? Nein. Aber das geht immer noch nicht. Guck mal, da sind tatsächlich die Häuser auch noch im Weg. Aber dann kommen die auch weg. Denn, ja, wenn wir den Bahnhof nicht jetzt ausbauen, es wird natürlich immer schwieriger. Wir nehmen mal... Das geht auch noch nicht. Das erschreckt mich jetzt ein bisschen. Ich habe die kürzeste Länge. Geht's mit dem? Nein, die haben wahrscheinlich alle drei die gleiche Dimension. Ah, okay, nee, mit dem geht's. Ja gut, dann hat sich der jetzt soeben qualifiziert. Gut. Lasst uns den mal ansehen. Ah, cool, nett. Okay, aber das passt von der Zeit her. Das sind ja... Guck mal, die gleichen Busse. Oder gehört der Bus zu unserer Linie und der hat sich jetzt hier irgendwie wieder verbuggt. Das kann natürlich auch sein. Ich dachte zuerst, der gehört zum Bahnhof, aber wahrscheinlich hat sich der verbuggt. Naja gut, das ist auf alle Fälle ein schöner Bahnhof mit den Bäumen und so. Ganz cool. Gut, jetzt müssen wir gucken, wie wir hier wieder reinkommen. Dann müssen wir das Gleis noch ein bisschen versetzen. Damit wir dieses erste Gleis hier benutzen können. Haben wir die alten Schienen, die lassen wir mal. Ohne Oberleitung lassen wir auch mal. Das können wir immer noch ändern. Das ist ja dann relativ schnell gemacht. Das machen wir, wenn dann entsprechend neue Züge drauf kommen. Das geht nicht. Okay. In die Richtung geht auch nicht. Warum nicht? Liegt da wieder noch ein Stück Schiene.
tatsächlich. Dass man immer so kleine Stücke übersieht. Halt, ich wollte die hier machen. Jetzt geht's nämlich gut. Und jetzt können wir hier auch hier rein, so dass wir mit dem Gleis hier noch rauskommen vernünftig. Gut. Schnell die Linie einzeichnen. Aha. Keine Linie. Das ist interessant. Kein Weg. Das ist eine Dampflok. Was fehlt denn? Fehlt hier ein Mundstück? Nee. Strom braucht eine Dampflok ja eigentlich meines Wissens nach nicht. Warum hat die keinen Weg? Das ist ja wieder äußerst interessant. Ist es vielleicht doch zu warm, um Tränenfieber zu spielen? Nein, hier hat es doch keinen Weg. Hier hat es die Signale. Kein Weg. Das ist doch eine Dampflok. Und wir haben sie, wenn das ist doch der Zug, den wir gerade den Fahrzeugersatz gemacht haben. Das wäre auch eine Dampflok. Das ist ja komisch. Fehlt hier doch irgendwo ein Stück Schiene. Das kann ja nur an dem fehlenden Stück Schiene liegen oder am fehlenden Strom. Aber das ist eine Weiche, das muss doch funktionieren. Hier haben wir den Anschluss. Ja, sagen Sie mal, ich lasse mal ganz kurz laufen. Der hat tatsächlich keinen Weg hier dazu. Gut, stopp. Gresham Norwalk, das wäre Norwalk, okay, das ist von hier hinten. Hier haben wir ja gar nichts gemacht. Der Zug würde hier, okay, hier ist der zweite Zug. Da, jetzt kann ich zwar die Linie aufrufen, die wird aber hier nicht gezeigt. Und was macht der Zug, fährt der? Endlich fährt der, okay, der fährt nach Norwalk. Der hier macht keinen Wank. Der hat keinen Weg. Okay, wir machen nochmal Pause. Die blaue Linie, die müsste definitiv hier sein. Liegt es an? Sind irgendwie die Signale falsch? Dadurch, dass ich da was gemacht habe. Im Prinzip kann das natürlich sein. Wenn der ja in die Richtung fährt. Ah, Moment. Ah, ich kann es wahrscheinlich. Doch, ich kann es abreißen. So. Irgendwie hat es hier irgendwas wieder. Aber das müsste doch stimmen. Moment, ich mach's trotzdem mal weg. Aber eigentlich ein Problem mit den Signalen, dann kann ich stehen, kein Weg. Aha, jetzt hat er aber auch nicht mehr keinen Weg mehr. Jetzt ist er durchsichtig, okay. Und wartet auf freie Wege. Wir werden jetzt mal die Signale neu setzen und mal gucken, was passiert. Dann die modernen Signale. Das wäre mal, jetzt muss ich nochmal schnell gucken, wie fahren die denn? Also der fährt in die Richtung auf dem linken Gleis. Das ist eigentlich falsch, wenn man es genau nimmt. Der fährt auch auf dem linken Gleis. Die müssten ja eigentlich hier lagen. Wieso machen sie das denn nicht? Dann wäre ja hier, okay, ich mach mal diesen hier. Dann machen wir diesen hier. Da passiert überhaupt nichts, so wie ich gerade sehe. Dann gibt es hier ein Signal und hier eins in die Gegenrichtung. Und es passiert gar nichts. Die Linie wird immer noch nicht eingezeichnet. Der fährt zwar. Das ist mir jetzt echt ein gröberes Rätsel. Funktioniert der Bahnhof nicht? Hat der Bahnhof einen Bug? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich bin wieder im Pausenmodus. Ich lasse mal noch mal schnell laufen. Gresham Norwalk. Das ist doch, das ist Gresham, das ist Norwalk. Das würde soweit stimmen. Die müssen von dem Bahnhof zu dem Bahnhof. Die brauchen keinen Strom. Die brauchen keine Hochgeschwindigkeitsstrecke. Der ist jetzt sogar in den Bahnhof reingefahren. Und trotzdem wird die Linie nicht übernommen. Warum das? Der steht immer noch, der wartet auf freie Wege, mitten in der Pampa, ohne ein Signal, nichts. Befindet sich sozusagen auf dem falschen Gleis. Was passiert denn, wenn... Jetzt hat der keinen Weg.
wir den mal wenden und fahren lassen. Dann hat er keinen Weg. Der verschwindet dann irgendwie auch wieder. Okay, das stand auch mal im Kommentar, wenn man die wendet, dass sie dann verschwinden. Man sollte sie nicht wenden, aber ja, was soll ich denn jetzt machen? Warum? Das... Hä? Tja. Wisst ihr was? Ich mach mal Pause. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber liegt das irgendwie vielleicht doch an dem Bahnhof? Ist der Bahnhof verpackt? Gehört er nicht in die USA-Mod rein? Dass der nicht als Bahnhof erkannt wird? Sag mal, Moment. Nein. Ich spiele ja erst seit 3 Tagen Tränenfieber. Kann mich mal jemand von euch treten und nach dem Treten bitte beißen und dann aufwecken? Das ist ja wohl, wie, das gibt's ja nicht. Ich habe schlicht und einfach das Gruppieren vergessen. Da soll man noch mal jemand sagen, das Gruppieren sei nicht wichtig. Also, wenn man den Bahnhof versetzt, es ist zwar komisch, denn eigentlich, auch wenn das jetzt nicht gruppiert wäre, das ist ja, es ändert ja an der Strecke nichts. Aber man muss tatsächlich die alte Gruppierung wiederherstellen. Sonst geht's nicht. Man hat's gesehen. Wenn ich jetzt laufen lasse, müssten die eigentlich... Den habe ich angehalten, den lasse ich mal wieder laufen. Jetzt fahren sie in die Richtung, dann stimmt's hier auch. Wir können hier natürlich sogar noch ein Blocksignal machen. In der Mitte. Falls hier noch zusätzliche Züge dazukommen. Wo haben wir denn die Signale? Na, jetzt macht mich hier nicht kirre. So, also das war jetzt echt wieder eine Übung. Heiliges bisschen. Wegen dem blöden Gruppieren. Ich dachte schon, das gibt's doch nicht. Irgendwo, ich hätte schwören können, irgendwo fehlt ein Stück Gleis. Ja, wieder was gelernt. Es ist einfach enorm wichtig, wenn man am Bahnhof was rumbastelt, einen neuen Bahnhof hinstellt, dann wieder mit den Gruppen, mit den Bussen gruppieren. Sonst funktioniert der Spaß nicht. Fährst du oder übst du? Was machst du denn? Ah, hier geht's. Hier geht's rauf. Okay. Oh, und der ist langsam. 11 Stundenkilometer. Wow, wow, wow. Wisst ihr, nach was das schreit? Genau. Danach, dass wir hier das Depot wieder anschließen. Wenn das geht. Damit wir da noch eine zweite Lok hinhängen können. Denn das ist ja mit 11 Stundenkilometern, das funktioniert natürlich nicht. Jetzt kommen wir hier wahrscheinlich nicht mehr rein. Nee, so nicht. Da müssten wir die Weiche ein bisschen versetzen. Das machen wir noch schnell. Denn das ist ja relativ schnell wieder gebaut. Halt mit den Schienen. Geht natürlich wieder nicht. Warum ist denn jetzt das Haus im Weg? Vorhin ging es doch auch. Das ist doch eigentlich doof. Haben sie das nachträglich hingebaut? Dann werden wir es jetzt nachträglich wieder abreißen. Hier wird nicht einfach Zeug in den Weg gestellt. Nein, 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 nein. Oberleitung bauen wir keine. Okay. Hier wollen wir mit dem Depot rein. Das geht nicht. Warum geht denn das nicht? Krümmung, Steigung, 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 Steigung. Alles zu groß. Vorhin waren wir doch hier auch drin. Heiliges bisschen. Mein liebes Tränenfieber. Ja, da ist natürlich der Bahnsteig im Prinzip wieder noch mit im Weg. Geht's denn, wenn ich hier rüber gehe? Dass wir jetzt reinkommen? Jetzt geht's. Okay, dann machen wir es eben so. Gut. Da machen wir aber noch eine neue Schranke hin. Hier schön die amerikanische. Genau. Und jetzt brauchen wir natürlich die Weiche hier oben wieder. Ein bisschen weiter hinten, habe ich gesagt. Da können wir aber ein bisschen näher, können wir noch. Ich würde mal sagen hier, damit wir hier noch rauskommen. Gut, und jetzt fehlt natürlich wieder das Signal. Hier fehlt es mal. Einmal hier. Und einmal... Ne, hier vorne haben wir es. Das lassen wir. Gut, dann lassen wir laufen. Jetzt müssten wir den Zug hier eigentlich noch reinkriegen. Aber jetzt haben wir in der Folge natürlich nicht hingekriegt, hier noch eine Strecke zu installieren. Weil es so lange ging, bis diese Linie hier wieder funktionierte wegen dem Gruppieren. Das ist schon schade. Aber ja. Jetzt ist es halt so rausgekommen. Da kann man nicht viel machen. Wir brauchen jetzt den Zug im Depot. Ich lasse mal ganz schneller laufen. Und dann kriegt er eine neue, eine fettere Lok. Der wartet hier auf freie Wege. Warum das? Wo bist du denn?
Aha. Hier hinten. Ja, da haben wir kein Blocksignal mehr. Aber das ist nicht so tragisch. So, jetzt kann ich hier Stopp, dass der Leute ablädt und dann, sobald hier das Geld aufpoppt, geht der ins Depot. So, jetzt. Denn dann hat er keine neuen Leute aufgenommen. Sieht man hier. Null. Gut. Dann kann der hier ins Depot. Ja, ich würde sagen, ich muss sowieso hier mal gucken, ob wir den nicht auch ersetzen müssen. Der hat jetzt natürlich gerade angehalten gehabt. Das kann sein, dass der jetzt einfach einen Moment braucht, bis er ein bisschen in die Gänge kommt. Aber der Zug hier mit seinen 11 Stundenkilometern hier den Berg hoch, das funktioniert nicht. Da müssen wir was Kräftigeres haben. Und sicherlich mal eine Doppeltraktion. Das leisten wir uns einfach. Was haben wir denn hier für eine... Na, Künste? Jetzt genau hinten dran. So. Was bist du denn für eine Lok? Ja, du wirst sowieso... Durch den Fahrzeugersatz gibt es dann ja die hier. Ist die kräftiger? Zugkraft, ja, die ist wesentlich kräftiger. Macht zwar nur 97 km/h, aber wir kaufen uns die mal noch dazu. Setzen die hinten ran? Nö. Das haben wir schon. Autosave immer im blödsten Moment, dankeschön. Dann wir setzen die mal vorne ran. Halt! Es ist ein Gebastel. So, jetzt hoch, hoch, hoch. Okay, jetzt passt's. Jetzt die Linie zuweisen, das ist Crescent Nordwalk. Und es läuft eh noch. Lassen wir die mal rausflutschen. Der kann fahren, da hier ein Signal ist. Das heißt, der hier hinten könnte dann eher nicht. Ja, der hat 26 km/h. Das ist zwar schneller, das ist aber natürlich immer noch langsam. Diese Common Atlantic, diese Lok, die ist einfach der Hammer. Die gefällt mir extrem gut mit den Spiegelungen. Und der Bahnhof hier, der ist natürlich auch cool geworden. Der sieht schon auch klasse aus. Ja gut, Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann das, was wir wollten. Nämlich, dass wir hier eine weitere Linie ziehen. Und wahrscheinlich, dass wir bei der Lok, die schicken wir auch noch ins Depot. Und dann kriegt er auch noch einen Kumpel, der beim Ziehen hilft. Oder beim Stoßen. Wir schauen dann. Gut, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.